Gut, hier ein paar Tipps zu ersten Aufgaben zur Berechnung von rechtwinkligen Dreiecken. Und zwar nicht nur die Seitenlänge bei Pythagoras, sondern diesmal sollen auch Winkel mit berechnet werden oder mit einbezogen werden in die Berechnung. Das heißt, ich brauche Trigonometrie oder die trigonometrischen Funktionen Sinus und Cosinus, die ihr bisher kennt. Gut, das heißt, zunächst mache ich mir Gedanken, was ich gegeben haben muss. Ich brauche den rechten Winkel, da ich hier erstmal nur rechtwinklige Dreiecke betrachte und zusätzlich zwei Angaben, damit ich dann den Rest berechnen kann. Als weiteres sollte ich mir nochmal Gedanken machen über die verschiedenen Funktionen oder die Formeln zu den trigonometrischen Funktionen. Und zwar habe ich da den Sinusalpha, der berechnet sich als Gegenkathete zur Hypotenuse, und der Cosinusalpha wäre dann die Ankathete zur Hypotenuse. Das sind die beiden Formeln, die ihr bisher aus den Einführungsvideos auch kennt. Der Vollständigkeit halber, es gibt noch zwei weitere. Die nenne ich hier jetzt mal mit. Das ist einmal der Tangensalpha. Der wird bestimmt über das Seitenverhältnis Gegenkathete zu Ankathete. Und dann gibt es noch den Kotangensalpha. Der wird bestimmt über das Seitenverhältnis Ankathete zur Gegenkathete. Bevor ihr das Video weiterschaut, schreibt euch doch bitte die Formeln ins Merkheft. Dazu eine Skizze eines passenden Dreiecks, wie hier unten auch angegeben, sodass ihr hinterher darauf immer Bezug nehmen könnt. Genau, einfach das Video hier einmal kurz anhalten, bis ihr damit fertig seid. Gut, hier die erste Aufgabe. Gegeben sind, wie erwartet, drei Angaben, wobei die erste Angabe hier der rechte Winkel ist, und dann folgen noch die zwei Angaben, eine Seitenlänge und ein Winkel. Bevor ich nun anfange, die restlichen Werte des Dreiecks zu berechnen, mache ich, wie eben vorgeschlagen, mir erstmal eine Skizze eines Dreiecks, damit ich weiß, was gegeben ist und was ich berechnen muss. So, hier habe ich jetzt dieses Dreieck, und jetzt kann ich mir, das mache ich hier in einer anderen Farbe, einmal eintragen, was ich gegeben habe. Also ich habe hier den Winkel Alpha gegeben und dann hier die Seite A. Gut, was weiß ich nun? Um mit den trigonometrischen Funktionen Sinus und Cosinus am Dreieck berechnen zu können, muss praktisch bei dieser Gleichung, die da ja aufgestellt wird, Sinus Alpha gleich Gegenkathete durch Hypotenuse, zwei Werte müssen gegeben sein, damit ich die dritte dann berechnen kann. Das heißt, ich sollte meine erste Gleichung so aufstellen, dass die beiden gegebenen Größen Alpha und A in der Formel vorkommen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich hier Alpha ist gleich irgendwie A zu irgendwas. Jetzt schaue ich mal scharf hin. Ich könnte jetzt zum Beispiel die Seite B berechnen wollen. Dann stelle ich also, hatte ich hier praktisch die Gegenkathete A zu der Hypotenuse B. Gegenkathete durch Hypotenuse, wenn ihr auf euren Zettel guckt, das ist der Sinusalpha. Das wäre dann das gleiche wie A zu B. Ich schreibe es nochmal in Klammern dahinter. Das wäre also die Gegenkathete zum Winkel Alpha durch die Hypotenuse. Gut, das hilft mir insofern weiter, weil ich jetzt hier eine Größe habe. Die kann ich ausrechnen, indem ich 30 und dann die Taste Sinus drücke in meinem Taschenrechner. Dann habe ich hier einen Wert, den ich berechnet bekomme. Und A habe ich direkt gegeben, 4 cm. Gut, dann kann ich die Gleichung jetzt nach B umformen, indem ich erstmal mal B rechne. Dann habe ich hier B mal Sinus Alpha gleich A. Und jetzt teile ich das Ganze noch durch Sinus Alpha oder den Wert, den ihr, wenn ihr ihn schon ausgerechnet habt, dann habe ich hier B gleich A durch Sinus Alpha. Das ist gegeben, das ist gegeben. Das heißt, ich kann B ausrechnen.
Gut, wie geht es von hier aus weiter? Ich habe jetzt die Seitenlänge A. Ich zeichne hier auch nochmal rot ein. Nun habe ich die Seitenlänge B. Wenn ich zwei Seitenlängen habe, kann ich mir zum Beispiel über Pythagoras die Seitenlänge C berechnen. Und dann könnte ich über die Innenwinkelsumme, da ich hier Alpha und hier den Winkel Beta gegeben habe, könnte ich mir dann auch hier noch den Winkel Gamma berechnen und hätte das Dreieck dann vollständig berechnet. Das versucht ihr bitte an dieser Stelle einmal. Bitte lasst das Video erst weiterlaufen oder haltet das Video an dieser Stelle an, bis ihr alle Größen zu Ende berechnet habt. Gut, kommen wir nun zur nächsten Aufgabe. Diesmal ist die Seitenlänge B gegeben, nicht die Seitenlänge A hier. Und ich habe zunächst, solltet ihr wieder erstmal euer Standarddreieck zeichnen. Das habe ich hier auch gemacht. Dann kann ich mir in einer anderen Farbe hier einzeichnen, welche Größen ich gegeben habe. Ich habe also wieder den Winkel Alpha gegeben, nur diesmal habe ich die Seite B gegeben, also die Hypotenuse. Was kann ich nun machen? Okay, ich überlege mir wieder, welches Verhältnis ich aufstellen kann, so dass auf der einen Seite Alpha vorkommt und auf der anderen Seite irgendwie auf jeden Fall die Hypotenuse B, damit ich dann schon mal zwei Größen in der Gleichung habe und die dritte berechnen kann. Ich könnte jetzt also zum Beispiel das Verhältnis A zu B aufstellen. A ist in Bezug auf Alpha die Gegenkathete, das heißt Gegenkathete zu Hypotenuse B wäre wieder der Sinus Alpha. Das heißt, wenn der Winkel Alpha gegeben ist, kann ich mir durch Eingabe in den Taschenrechner einfach auch den Sinus Alpha berechnen. Das ist also eine konkrete Zahl, die ich habe. Dann B ist gegeben, ist eine konkrete Zahl 4 in diesem Fall. Das heißt, ich habe nur noch eine Unbekannte in meiner Gleichung, das A. Und nach der forme ich um. Ich statt hier durch B zu teilen, gegenteilige Aktion mal B. Dann steht da B mal Sinus Alpha ist gleich A. Und schon bin ich fertig und habe mir die zweite Seitenlänge berechnet. Die zeichne ich hier jetzt nochmal ein. Das heißt, ich habe jetzt hier auch A. Ich habe jetzt also wieder zwei Seitenlängen gegeben, B und A. Kann mir über Pythagoras dann zunächst C berechnen und wieder über die Innenwinkelsumme auch Gamma. Bitte auch hier das Video erst wieder weiterlaufen lassen, anschließend, wenn ihr alle Größen berechnet habt. Gut, machen wir das Ganze noch mit der dritten Seite. Auch diesmal wieder rechter Winkel plus zwei Angaben. Nur diesmal habe ich die Seite C gegeben. Ich zeichne mir zunächst wieder mein Standarddreieck ein. Zeichne mir an, welche Größen gegeben sind. Also ich habe wieder den Winkel Alpha gegeben. Und diesmal hier die Seitenlänge C. Jetzt schaue ich wieder geschickt hin, wie kann ich meine Gleichung aufstellen, sodass ich Alpha und C mit einfließen lasse. C ist in Bezug auf Alpha diesmal die Ankathete. Also könnte ich zum Beispiel Ankathete durch Hypotenuse. Hypotenuse ist in diesem Fall das B. Wenn euch das leichter fällt, könnt ihr das hier auch immer noch mal dran schreiben. Das hier wäre also die Gegenkathete. Gegenkathete, Ankathete. Und hier Hypotenuse, wenn ihr damit Schwierigkeiten habt. Und das heißt, Ankathete zur Hypotenuse wäre der Cosinus Alpha. Jetzt gehe ich wieder wie vorher auch vor. Cosinus Alpha, wenn ich Alpha gegeben habe, kann ich das durch Eingabe in den Taschenrechner einfach ausrechnen, kommt eine Zahl heraus. Dann kann ich mein C einfach eingeben, ist auch eine Zahl. Das heißt, ich habe eine Gleichung, die ich nach B aufzulösen habe. Statt durch B zu teilen, nehme ich erstmal mal B, weil mir das unten im Nenner nicht gefällt. Also habe ich B mal Cosinus Alpha gleich C. Da ich B allein stehen haben möchte, weil es ja meine Unbekannte ist, teile ich durch Cosinus Alpha. Wenn euch das zu kompliziert ist, könnt ihr an dieser Stelle hier oben auch schon einfach die Zahlen einsetzen, indem ihr für C 4 einsetzt. Ich mache das mal hier eben. Und der Cosinus Alpha
Müsst ihr im Taschenrechner nachgucken, gerundet 0,87. Dann könntet ihr damit auch weiterrechnen und würdet ihr sofort sehen, okay, ich muss hier nach B auflösen. Und das heißt, ich will B alleine stehen haben auf der einen Seite, habe dann also C durch Cosinus Alpha, beziehungsweise dafür kann ich dann die passenden Werte einsetzen. Gut, dann auch hier wieder, ich notiere mir hier, was ich jetzt berechnet habe, B. Das heißt, ich habe wieder zwei Seitenlängen, kann mir über Pythagoras die dritte Seitenlänge berechnen und über die Innenwinkelsumme den fehlenden Winkel. Bitte auch hier das Video wieder kurz anhalten, bis ihr alles berechnet habt. An dieser Stelle hätte ich gern noch eine zweite Rechnung von euch. Und zwar betrachtet jetzt bitte mal als gegebene Größen den Winkel Gamma von 40 Grad. Winkel Beta soll wieder der rechte Winkel sein. Das heißt, ihr habt das gleiche Dreieck wie eben auch. Und jetzt sollt ihr bitte als erstes alle Größen berechnen, wenn die Seitenlänge A gleich 4 cm ist. Dann als nächstes alle Größen berechnen, wenn die Seitenlänge B gleich 4 cm ist. Und anschließend, wenn die Seite C gleich 4 cm ist. Hier wird auch das Video anhalten, bis ihr alle drei Dreiecke sozusagen, für alle drei Dreiecke alle Größen gerechnet habt. Als letztes hier nochmal ein etwas anderer Typus von Aufgabe, und zwar habe ich diesmal hier zwei Seitenlängen gegeben und den rechten Winkel und möchte mir nun zu meinem Standarddreieck hier alle restlichen Größen berechnen. Das heißt, ich habe gegeben hier die Seitenlänge B und die Seitenlänge A und habe hier den rechten Winkel. Das sind meine drei Größen. So, wie gehe ich nun vor? Da ich keinen Winkel gegeben habe, kann ich jetzt auch nicht versuchen, irgendwie direkt Winkel und eine Seite und mir dazu die nächste Seite zu berechnen. Aber ich habe ja schon zwei Seiten gerechnet, das heißt, gegeben. Das heißt, ich kann mir Pythagoras vornehmen und dann im Prinzip die dritte Seite berechnen. Ich überspringe hier mal ein paar Schritte, ihr könnt das Video gleich auch gerne anhalten und das einmal für euch Stück für Stück nachvollziehen. Das wäre b² minus a². Okay, so, dann hätte ich schon mal die dritte Seitenlänge, die mache ich jetzt hier auch nochmal rot. Das ist nichts Neues, das kennt ihr bisher von Pythagoras auch, nur bisher seid ihr dann immer gescheitert, weil ihr von den Seitenlängen jetzt nicht auf die Winkelgrößen schließen könnt. Aber nehmen wir uns vor, ich möchte hier an erster Stelle mal Alpha berechnen, also Sinus Alpha wäre zum Beispiel A durch B, also Gegenkathete zur Hypotenuse. A durch B, kurzer Blick auf euren Merkzettel mit den Formeln, dann könnt ihr das, denke ich, nachvollziehen. So, welche Größen habe ich gegeben? Ich habe A gegeben, B gegeben und kann mir darüber, wenn ich die beiden Seiten durcheinander teile, das Verhältnis Sinus Alpha berechnen. Aber das will ich ja gar nicht, ich will ja hier hinten Alpha haben. Und da müsste ich im Prinzip, um dieses Sinus hier vorne wegzukriegen, muss ich auch da die Umkehrfunktion benutzen. Da wir die Funktion an sich noch nicht behandelt haben, ist es jetzt ein bisschen schwer zu erklären, was man da einfach macht. Nehmt es an dieser Stelle vielleicht erstmal so hin. Ich bilde hier praktisch den Arcosinus, die Umkehrfunktion. So heißt die Umkehrfunktion auf eurem Taschenrechner, bedeutet, ihr gebt im Prinzip Sinus hoch minus 1 ein. Dann verschwindet das auf dieser Seite und ich habe dann praktisch Alpha ist gleich, ich schreibe es mal so, wie es auf dem Taschenrechner ist, dann ist es für euch vielleicht ein bisschen einfacher nachzuvollziehen. Sinus hoch minus 1, dieses hoch minus 1 soll andeuten, dass es die Umkehrfunktion ist, von A durch B. Das ein Zahlenwert, das kann ich in Taschenrechner eingeben und er schmeißt mir hier den Winkel raus. Gut, wenn ich nun Alpha gegeben habe, dann fehlt mir hier jetzt nur noch Gamma, über die Innenwinkelsumme kann ich das dann auch recht einfach berechnen. Okay, probiert's mal aus, viel Spaß!